Ereignis im Jahr 1980 war die Hochzeit von Willi und Ute. Beide sehr nette Leute. Hier im Hintergrund sieht man die Ederstube. Heute ist da ein Autohandel. Das Rote Haus steht nicht mehr. Da geht es jetzt zur Gemeindeverwaltung rein. Und vorne an der Ecke, wo das Auto steht, rechts, war die Blöser Lisbeth. Geht es zum Anglerweg rein. Und hier in der Spitze haben wir jetzt einen Dönerladen, da war die Metzgerei Rotärmel. Die Brautleute wurden jetzt abgeholt, das war eine interessante Mischung von Leuten. Zum einen war der Motorsportclub Biebesheim da, zum anderen auch noch eine Motorradgruppe und der Biebesheimer Reiterverein. Die Fahrt geht jetzt zur evangelischen Kirche in Biebesheim. Rechts der Hand ist die Metzgerei Gröwe. Wir befinden uns übrigens hier in der Bahnhofstraße. So, jetzt sind wir hier in der Riedstraße und sind gleich auf der Hauptstraße. Das Deutsche Haus übrigens ist schon abgerissen. 1979 war dies passiert. Hier ist der Hochzeitszug schon an der Kaiserlinde. Thank you.
Hier sind übrigens ganz tolle Motorräder zu sehen. Wenn man die heute besitzen würde, da käme ein ganz schönes Sümmchen zusammen. Der Arno ist immer am Schmunzeln. In Erinnerung an eine schöne Zeit. Danke fürs Zusehen und tschüss.